Wie wird die Anbindung von der NAES zu den IT-Systemen von Kunden durchgeführt? Also direkt zu Beginn des Projektes setzen wir uns in einem sogenannten IT-Setup-Workshop zusammen mit der IT-Abteilung des Kunden, mit der Fachabteilung des Kunden, mit der IT-Abteilung der Interior sowie mit den jeweiligen Schnittstellenspezialisten, um einerseits das Anforderungsszenario zu entwickeln, also auch dann zu dokumentieren. Und auf Basis dieses Workshops entwickeln wir dann eine IT-Architekturskizze sowie einen Plan zur Umsetzung oder Anbindung ihrer Systeme. Im Rahmen von diesem Workshop kommen häufig Besonderheiten auf, die spezifisch in ihrer IT-Infrastruktur zu berücksichtigen sind, wie dass sie beispielsweise einen bestimmten IDP einsetzen oder nicht standardmäßig gelistete Protokolle verwenden. All diese Themen können wir in diesem Workshop aufnehmen und dann eben auch in der Umsetzung berücksichtigen. Wenn sie abweichend von unserem Standard planen, ist es möglich. Wir prüfen dann die Machbarkeit dieser Punkte, geben Ihnen da dann natürlich auch noch eine entsprechende Rückmeldung. Sobald wir uns quasi auf einen Umsetzungsplan geeinigt haben, legen wir die entsprechenden Themen an. Die können Sie dann im Kundenportal auch nachvollziehen. Da sehen Sie dann jeweils den Status der einzelnen Anbindungen oder Schnittstellen, die Sie vielleicht einsetzen möchten. Das Ganze läuft dann eben in enger Abstimmung mit Ihnen. Also Sie kriegen dann regelmäßig Updates zu den einzelnen Themen. Wenn Sie also besondere Anforderungen oder Spezifika in Ihrer IT-Infrastruktur vorfinden, zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen. Gerne setzen wir uns auch mit Ihnen hin und besprechen dieses Szenario und entwickeln eine auf Ihre Infrastruktur oder Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung dafür. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Live-Demo. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.